wolltest schon immer mal ein Petrucci-Solo lernen? Oder auch zumindest mal wissen, wie Petrucci eigentlich harmonisch, melodisch und auch rhythmisch in seinen Soli denkt? Dann bleibt dran und willkommen zu der Lesson von dem Solo des Songs Shadow Fortress Part 1. Ich bin Justin Hombach, zurück aus meiner Practice Cave. Und bevor wir loslegen, spiele ich den ersten Teil des Solos nochmal langsam. Und sei noch gesagt, ich habe die Tabs bereitgestellt für dieses Solo. Einfach in der Description Box unten das PDF runterladen, da stelle ich den Link zur Verfügung. Und dann legen wir los mit dem ersten Teil des Solos von Shadow Fortress. Bevor wir loslegen, sollten wir uns erstmal angucken, worüber Petrucci dort eigentlich spielt, rein harmonisch. Das Riff, was unter dem Solo liegt, was von der Rhythmusgitarre und vom Bass gespielt wird, geht folgendermaßen. Das ist das Hauptriff aus dem Stück Root of All Evil und es ist so im, ich würde mal sagen, F-phrygischen Rahmen. Wir haben die kleine Terz zum F, es geht immer wieder aufs F zurück, haben aber auch die B5 vom F drin, das H, das ist ein bisschen chromatisch was drin. Also es ist schwer zuzuordnen, was für eine Tonleiter das eigentlich ist. Anders wird es wiederum, wenn wir uns mal anschauen, was das Keyboard darunter legt. Das Keyboard legt nämlich über dieses Riff folgende Akkorde. F-Moll, G-Dur, Fis-Dur und wieder F-Moll. Dann wiederholt sich das alles. Über diese vier Akkorde geht nämlich der Petrucci ein bisschen mehr ein als über das Hauptriff, was darunter liegt. Und das sollten wir eher im Hinterkopf haben. Diese vier Akkorde. F-Moll, G-Dur, Fis-Dur und wieder zurück zu F-Moll. Das sind unsere vier Akkorde. Also dann können wir uns direkt auch den ersten Teil dieses Solos mal angucken. Und die Pickup-Phrase, die Petrucci benutzt, um das Solo einzuleiten, ist schon eine mega interessante Phrase. Und die gibt schon richtig den Ton an. Dieses Mystische und dieses sehr Interessante. Wir haben eine 7-Ton-Phrase, die sich in der Oktave wiederholt. Ich spiele das mal kurz vor. Und abschließend dann für den Takt noch 2 weitere Noten. Und dadurch erhalten wir, ja, 7 plus 7 sind 14, plus 2 sind 16. Genau, einen vollwertigen 16-Takt. Und diese 16 werden aber von der Linie her sehr schön aufgeteilt. Und dadurch ist die Artikulation sehr interessant, nämlich immer nach 7 Tönen, beziehungsweise dann nach den 2 Tönen, um den nächsten Takt einzuleiten. Was Petrucci dort melodisch spielt, ist durchaus auch sehr interessant. Und zwar ist es eine Form der Pentatonik. Ich glaube, die hat sogar so einen Pseudo-Fachbegriff wie japanische Pentatonik, indonesisch, kantonesisch, keine Ahnung, Taiwan-Nudeln-Pentatonik. Für mich ist es einfach eine 5-Not-Phrase, also quasi wie eine Pentatonik, bestehend aus dem Grundton, das F. Aber wir sind ja in dem Fall noch über F-Moll, über den F-Moll-Akkord. Der B9, also das G, Ges, die Quarte, das B-Flat, die Quinte, das C und die kleine Sechste, das Des. Also es ist für mich eher so eine Pentatonik, bestehend aus der 1, der B9, der Quarte, der 5 und der B6. Und ja, diese Form von Pentatonik, die klingt durchaus relativ asiatisch oder aus dem asiatisch kommenden. Sehr spannungsreich, sehr interessant. Benutze ich auch ganz gerne mal. Genau. So, er geht dann in den nächsten Takt über. Und spielt diese Phrase. Eigentlich sind es nur 3 Töne. Hier ist das Interessante, was er
mit dem Vibrator hier gemacht. Ups, komm mal vor. Die Töne, die wir spielen, ist 14. Bund H-Seite, 13. Bund H-Seite, 14. Bund H-Seite, 11. Bund H-Seite. Er macht rein melodisch eigentlich nichts anderes als einen sogenannten Chromatical Approach in die Terz von dem nächsten Akkord rein. Der nächste Akkord ist ja nach F-Moll, was hat mir gesagt? G-Dur. Da ist die Terz hier das H auf dem 12. Bund auf der H-Seite zum Beispiel. Und da geht er chromatisch rein. Diese Phrase ist eigentlich eine Phrase, die man sehr aus dem Jazz und aus dem Bebop kennt. Diese ganzen Chromatical Approach-Geschichten kommen daher. Also eine Sache, die man irgendwie schon mal im Jazz benutzt hat, und er benutzt sie hier in diesem Metal-Kontext, um wirklich sehr schön, sehr fließend in den G-Dur einzuleiten, beziehungsweise auf die Terz von G-Dur zu landen. Das ist das, was melodisch passiert. Jetzt aber zu dem, was er mit dem Whammy-Bar hier macht. Und zwar dippt er in die Töne rein. Auf dem 13. Bund hat er ein Vibrato und dann macht er diese Bewegung hier. Er dippt den Vibratoarm runter und zieht ihn, währenddessen er auf den nächsten Ton hammer und wieder rauf. Das macht er einmal vom 13. Bund in den 14. Bund sowie vom 11. Bund in den 12. Bund. So, jetzt befinden wir uns in den Takten von G-Dur. Da starten wir schon auf der Terz von G und sliden zum Grundton, dem G runter. Spielen dann folgende G-Dur-Phrase. Was eigentlich ein G-Dur-Arpeggio ist, drauf. Startend auf der Quinte, Terz, Grundton, Quinte. Dann gehen wir zur kleinen Sechste. Grundton, Terz. Und landen hier wieder auf der Terz drauf. Durch die kleine Sechste kriegt das auch wieder diesen phrygischen, asiatischen Touch. Und das ist etwas, was er in diesem Solo sehr oft benutzen wird. Dur-Dreiklänge zusammen kombiniert mit der kleinen Sechste. Eine Phrasing-Geschichte, wie er hier in der Terz landet, auf dem H. Und zwar, es klingt so auf der Aufnahme, dass er hier reinrutscht oder irgendwie eine Note noch davor kommt. Live macht er das jetzt nicht unbedingt. Kann sein, dass das im Studio halt passiert ist, aber ich finde es eigentlich eine ganz schöne Geschichte, diesen Soundeffekt. Nach dem Landen auf dem Terz hier geht's weiter mit folgender Phrase. Wir dippen wieder in den nächsten Ton rein. Das ist der 12. Bund auf der D-Seite, also ist D, die Quinte vom G-Dur-Dreiklang. Pullen den wieder zur Terz zurück und gehen den 11. Bund auf der D-Seite. Jetzt befinden wir uns aber nicht mehr im G-Dur-Akkord, oder im G-Dur, ja, in dem G-Dur-Umfeld, sondern im Fis-Dur-Umfeld. Und da landet er hier auch wieder wunderschön auf dem Cis, was die Quinte vom Fis ist. Spielt dann die Sechste an vom Cis, in dem Fall das A ist, was auch gleichzeitig die Terz vom Fis ist. Also wir sind immer noch schön im Spielen den Fis-Dur-Dreiklang. Die nächste Phrase geht folgendermaßen. Und zwar beginnen wir auf dem Fis, machen einen chromatischen Pull-Off runter zum Dis, was die große Sechste vom Fis ist. Sliden dann zur kleinen Sechste vom Fis, das D. Spielen dann Dur-Terz vom Fis, Grundton vom Fis und die Quinte vom Fis und sliden runter. Hier rate ich euch, die Dur-Terz sowie den Grundton, beides im 11. Bund von der H- und von der G-Seite, mit dem Mittelfinger zu spielen, und zwar als Rollfunktion. Die Quinte solltet ihr dann mit dem Zeigefinger spielen, weil wir die brauchen, um die nächste Phrase einzusliden, was wieder das Fis auf der D-Seite ist. Dann kommt folgendes. Einfach, wir sind ja jetzt hier im Fis auf der D-Seite. Wir spielen die Oktave vom Fis an, 7. Bund H-Seite.
wieder die tiefe Oktave und gehen dann mit dem Zeigefinger in die Terz vom Fis und machen den als Dive Bond. Bomb. Jetzt sind wir wieder im F-Moll-Takt und hier spielt Petrucci folgende Legato-Linie. Rein melodisch ist das eigentlich eine sehr simple Phrase, und zwar einfach nur eine F-Phrygisch- bzw. B-Flat-Moll-Phrase. Das Legato-Pattern ist folgendes: Es geht eigentlich nur auf und wieder ab. Und eine Kombination aus diesen beiden. Wir fangen an auf der G-Seite im fünften Bund und spielen die F-Phrygisch-Tonleiter rauf und wieder ab. Gehen dann auf die D-Seite, spielen sie dort erstmal nur ab, und zwar im achten, sechsten, vierten Bund, sliden dann in den dritten Bund und spielen sie hier auf und ab. Nochmal. Gehen dann auf die A-Seite, spielen sie zuerst ab, auf, wieder ab. Also haben wir. Gehen dann auf die E-Seite, dort spielen wir sie ab, auf, ab, auf, ab. Und dann einmal noch ab auf der H-Seite. Dann kommt folgender Oktavenlauf. Hier eine Sechstonphrase, die wir in der Oktave verschieben. Eigentlich nur die F-Phrygisch-Tonleiter ohne die Septim. 1, B9, 3, 4, 5, 6. 1, B9, 3, 4, 5, 6. Und sind dann in der ersten Wiederholung der Akkordfolge. Hier fängt Petrucci das Solo sehr, ich sag mal, wirklich arabisch klingend an. Vor allem diese Melodie zwischen 11, 13, hochbänden zum 14. Bund, 13, 11. In den 15. Bund, das könnte direkt aus, wie heißt der Film, Tausend und eine Nacht stammen. Mit dem Sliden im 15. Bund befinden wir uns dann auch schon direkt im G-Dur-Takt. Und zwar auf dem 15. Bund der H-Seite, das D, was die Quinte vom G-Dur ist. Polen danach in die Terz vom G. Und dann kommt dieser Lauf hier. Ah, sorry. Was eigentlich nichts anderes ist als ein G-Dur-Arpeggio, startend auf der Terz. Grundton. Kleine Sechste, da haben wir sie wieder. Quinte. 11. Die Terz. Grundton. Septim. Quinte, Quarte. Danach kommt folgende Legato-Action. Mal sehen, ob ich sie langsam hinbekomme. Sie ist langsam relativ tricky. Ich bin zu deutschen Schnellspielen deutlich einfacher, aber langsam, naja, so ist es manchmal. Wir versuchen es. So, hier beginnen wir auch wieder in G-Dur. Wir sind noch in G-Dur bei den ersten zwei Läufen, sage ich mal. Zuerst haben wir diesen Lauf. Startend auf der Terz vom G, A-Seite, 14. Bund, 15, 17, wieder zurück. Nee, wir gehen nur rauf, Entschuldigung. 14, 15, 17, dann geht es in den 16. Bund, also eigentlich quasi dasselbe Motiv, nur oktaviert. Mit einem Tapping auf der kleinen Sechste wieder. Und jetzt danach sind wir wieder in unserem Fis-Dur-Takt. Da springen wir dann auch von hier aus direkt in den Fis-Dur-Shape, und zwar Grundton, Sekunde, Terz und tappen die Quinte. Passt bei der folgenden Phrase jetzt drauf auf, dass ihr, wenn ihr in den 14. Bund auf der E-Seite landet, dass das eure 1 ist, eure betonte Zählzeit. Ich habe ganz viele Coverversionen gesehen und auch Live-Version von Petrucci, wo er das Tapping auf die 1 setzt. Aber in der Aufnahme ist auf unserer betonten Zählzeit der 14. Bund auf der E-Seite. Ups.
dann gehen wir hier hoch in die Quinte vom Fis-Dur-Arpeggio. Und zwar im 16. Mund auf der G-Seite. Im 18. Mund auf der G-Seite. Polen 18, 16, 5, wieder rauf. Und jetzt Tapping in den 23. Mund. Jetzt kommt ein ganz ekelhafter Sprung. Nämlich ein Hammer-on from nowhere, das heißt, wir hammern ohne anzuschlagen in denselben Ton quasi hinein, nur auf einer anderen Seite. Vom 15. Bund auf der G-Seite in den 20. Bund auf der D-Seite. Und dann spielen wir 20, 18, 16, 18, 20, tappen wieder in den 23. Bund, wieder zurück. Dann geht es wieder 20, 18, 16 auf der A-Seite. Tappen jetzt in den 21. Bund. Gehen dann direkt 20, 18, 16 auf der E-Seite. Und sliden zurück zum 13. Bund. So, dann kommen wir auch schon zum letzten Lauf von dem ersten Teil dieses Solos. Und das ist wieder ein F-phrygischer Lauf. Wir starten auf dem F und spielen die ganze Tonleiter einfach nur hoch bis zur Quinte hier oben auf dem 13. Bund auf der H-Seite. Dann kommt 14. Bund, die kleine Sechste vom F. Polen zurück zum 13. Bund, spielen jetzt den 16. Bund auf der G-Seite, was die verminderte Quinte vom F ist. Wieder zurück zur Quinte, wieder zurück zur verminderten Quinte. Chromatisch runter zu Terz, also 16, 15, 14, 13. Und benden dann von der Septim in den Grundton. Ich hoffe, der erste Part dieses Solos hat euch gefallen und die erste Lesson dieses Solos hat euch gefallen. Stay tuned, nächste Woche Samstag kommt Part 2. Wenn euch das Solo und dieses Video hier gefallen hat, einfach mal Daumen hoch, teilen oder auch den Kanal hier abonnieren oder gefällt mir drücken auf meiner Facebook-Seite. Und dann sehen wir uns nächsten Samstag bei Part 2 von Shattered Fortress, dem ultimativen Petrucci-Solo.